Ich erzähle dir eine Gruselgeschichte in 3, 2, 1. Dies ist wieder ein Abenteuer mit Larry McLeod, dem Kämpfer gegen das Unfassbare. Kassette Nummer 4. Der blutige Sarkophag. Judith lag wie tot in Larrys Armen. Ihr junger, schöner Körper zeigte keine Spur von Leben. Sie wurde immer schwerer und entglitt ihm. Der Geruch des Bösen lag in der Luft. Larry sah auf die Uhr. In wenigen Minuten musste der Pfarrer Mosche kommen, um sie abzuholen. Er beugte sich nieder, um Judith wieder aufzuheben. Doch es gelang ihm nicht mehr. Sie war auf einmal unnatürlich schwer, als habe sie das Gewicht von Tonnen. Dieser verfluchte Mordkill. Irgendetwas stimmt nicht. Diese Magie hat noch etwas anderes bewirkt. Ich werde Mosche holen. Er muss mir helfen. Während Larry hinausging, um Mosche zu Hilfe zu holen, erwachte Judith aus ihrer Ohnmacht. Sie wollte aufstehen, aber sie konnte es nicht. Ein ungeheurer Druck lastete auf ihr und hielt sie am Boden fest. Plötzlich wurde es hell und der Earl of Mordkill stand vor ihr. Steh auf, Judith. Ja, Earl Mordkill. Ich sage dir jetzt, was du zu tun hast. Befiehl mir. Ich bin deine gehorsame Dienerin. So ist es recht. Der dämonische Strahl meines Blutes hat dich zu meiner gehorsamen Helferin gemacht. Ich bin dir treu ergeben. Töte Larry McLeod. Larry? Nein. Nein. Das kann ich nicht. Ich befehle es dir. Nein. Ich kann es nicht tun. Du musst gehorchen. Du hast mir nichts zu befehlen. Ich bin Earl Mordkill und du hast zu gehorchen. Du bist nicht der Earl. Deine Stimme klingt völlig anders. Das ist die Schuld von Larry McLeod. Das verstehe ich nicht. Seine Silberkugeln haben mich geschwächt. Ich dachte, es macht dir nichts aus. Das haben sie auch nicht. Aber ich musste alle Kräfte aufbieten, um das Buch zu vernichten. Was hat es geholfen? Es gibt noch 2 Kopien. Bevor wir danach suchen, muss ich in meinem Reich wieder Kräfte sammeln. Meine Magie wieder neu aufbauen. Aber erst musst du Larry vernichten. Ich will es nicht tun. Er ist unser ärgster Feind. Lass ihn in Ruhe und ich sorge dafür, dass er zurückgeht. Auch dort ist er unseren Plänen im Weg. Lass es mich probieren. Ich... Schluss mit dem Gejammer! Gehorche! Ja, Earl Mordkill. Dein Großvater ist ebenfalls eine Gefahr für uns. Mein Großvater? Aber wieso? Er hat herausgefunden, wo sich die beiden Kopien des Buches der magischen Zeichen befinden. Ich hole die Aufzeichnungen und gebe sie dir. Dann musst du ihn auch töten. Meinen eigenen Großvater niemals. Schluss jetzt! Gehorche! Wenn du es befiehlst, mein Fürst. Ja, so habe ich mir eine gehorsame Helferin vorgestellt. McLeod kommt. Ich ziehe mich zurück. Tue deine Pflicht! Ja, Mordkill. Mordkill verschwand lautlos, wie er gekommen war. Und es wurde wieder dunkel in der Gruft.
Larry trat an den Wagen heran. Der Fahrer sah erwartungsvoll zu ihm auf. Moshe. Ja, Sir? Die Aktion ist gründlich daneben gegangen. Wie das? Kommen Sie schnell, wir müssen Judith holen, sie ist bewusstlos. Ich komme. Hier rein, Moshe. Wir müssen in die Gruft. Hier liegt sie. Ja, wo? Ich sehe sie nicht. Ich auch nicht. Sie ist weg. Hier lang, Moshe. Vielleicht liegt sie woanders. Das ist aber seltsam, Mr. Larry. Ja, das finde ich auch. Was haben Sie mit ihr gemacht? Ich? Gar nichts. Sie hat hier gelegen und sie war schwer wie Blei. Deshalb habe ich sie geholt. Leuchten Sie mal herum. Ja. Da steht sie ja. Judith! Wer sind Sie? Was wollen Sie? Judith, ich bin's. Larry. Ich kenne Sie nicht. Was haben Sie mit ihr gemacht, Mr. Larry? Gar nichts, Moshe. Das war dieser Mordkill. Mordkill? Was für ein Mordkill? Ich sehe niemanden. Das kann ich Ihnen jetzt nicht erklären. Wir müssen raus hier, bevor noch etwas passiert. Oberst, was war hier los? Moshe, nehmen Sie diesen Mann fest. Was soll das? Sie sind verhaftet, Mr. Larry. Was soll dieser Unfug? Keine Dummheiten, sonst schieße ich. Judith! Judith! Für Sie bin ich Oberst Judith. Legen Sie ihm Handschellen an und bringen Sie ihn ins Auto. Zu Befehl, Oberst. Judith, lass diesen Unsinn! Sag, Moshe, was wirklich los war. Bringen Sie ihn raus, Moshe, ins Auto und dann kommen Sie wieder her und holen Sie mich. Ich bin verletzt. Los! Los jetzt! Oder ich wende Gewalt an! Judith! Judith! Larry wollte noch etwas sagen. Aber als er in Judiths Augen blickte, sah er ein dämonisches Leuchten darin. Da wusste er, dass es sinnlos war. Widerstandslos ging er mit. Kaum hatten Larry und Moshe die Gruft verlassen, als der Earl wieder erschien. Judith? Ja, mein Fürst? Du hast meinem Befehl nicht gehorcht. Ich habe ihn festgenommen und werde ihn sofort zum Flughafen bringen lassen und des Landes für immer verweisen. Ich habe dir befohlen, ihn zu töten. Warum hast du es nicht getan? Ich kann es nicht. Ich liebe ihn. Was? Du wagst, unseren gefährlichsten Feind zu lieben? Er ist nicht mein Feind. Nun gut. Ich lasse dir Zeit. Aber du wirst es tun. Lieber bringe ich dich um. Das wagst du mir zu sagen? Ja, das wage ich. Wir reden später darüber. Wenn deine Wandlung zur Dämonin vollendet ist. Jetzt komm mit mir. Wohin? Ich werde deinen Großvater holen lassen. Damit niemand in den Besitz seines Wissens kommt. Wo bringst du ihn hin? An einen sicheren Ort. Ich verbiete dir, das zu tun. Erst wenn du deine Pflicht erfüllt hast, tue ich es nicht. Welche Pflicht? Wenn du Larry McLeod getötet hast. Mordkill trat auf die Wand zu, berührte einen Stein und eine geheime Tür öffnete sich. Er packte die widerstrebende Judith am Arm und zerrte sie hindurch in sein Reich der Finsternis. Larry saß im Wagen und wartete auf die Rückkehr von Moshe und Judith. Nach einer Weile kam Moshe allein. Er sah bleich aus. Sie ist weg. Weg? Was heißt weg? Naja, sie ist spurlos verschwunden. Vielleicht ist sie im Haus. Ich habe alles abgesucht. Auch in der Gruft? Ja, vor allem dort. Moshe, in der Gruft herrscht eine starke Magie. Wir sind auch Sie zum Opfer gefallen. Ja, was soll ich tun? Mir erstmal die Handschellen abnehmen. Naja, gut.
Danke. Lassen Sie uns nochmals ins Haus gehen. Sie ist nicht da. Ich habe jeden Winkel durchsucht. Trotzdem, Sie müssen Ihrer Dienststelle doch Meldung erstatten. Wenn ich dort sage, sie ist spurlos verschwunden, dann blüht mir was. Sie haben mich als Zeugen. Ach du liebe Güte, einen Ausländer. Und dazu noch Engländer. Schotte bitte, ja? Ist doch das Gleiche. Nicht ganz, aber das erkläre ich Ihnen ein anderes Mal. Die Männer gingen nochmal ins Haus. Aber es war erfolglos. Judith war und blieb verschwunden. Larry leuchtete noch einmal alles ab. Auf einer der Wände zeichnete sich eine umlaufende Fuge ab, wie von einer Tür. Er drückte gegen die Wand. Aber die Steine rührten sich nicht. Auch einen geheimen Mechanismus konnte er nicht finden. Larry und Mosche fuhren zu Judiths Dienststelle. Der Wachhabende ließ sich alles schildern, lächelte süß-sauer und rief seinen Vorgesetzten. Der lächelte nur noch sauer und rief seinen Vorgesetzten. Der war stocksauer, als er die Geschichte gehört hatte. Ich habe ja schon viele Märchen gehört, aber das übersteigt alles, was mir bisher geboten wurde. Das ist ein Märchen aus der 1002. Nacht. Es besteht für mich kein Zweifel, General, dass Oberst Judith in dem Haus verschwunden ist. So, kein Zweifel? Und wie ist sie verschwunden, wenn ich fragen darf? Das ist eben das Unerklärliche. Ich gebe Ihnen 5 Sekunden Zeit, mir das zu erklären. Das kann ich gleich. Ich höre. General, alle Fenster und Türen sind wegen der Bauarbeiten fest vernagelt. Es gibt nur einen einzigen Ausgang. Und? Da kann sie doch rausgegangen sein. Dann hätten wir sie gesehen. Und? Aber wir haben sie nicht herauskommen sehen. Mon cher, ich will nicht wissen, was Sie nicht gesehen haben. Ist das klar? Ja, General. Und wenn Sie zu Ihrem General kommen und nichts gehört und gesehen haben, was haben Sie dann zu tun? Ihnen das zu berichten. Dann erwarte ich eine anständige Ausrede, die hieb- und stichfest ist. Ja, mein General. Also? Es könnte sein, dass sie sich durch das Schlüsselloch verduftet hat. Morsche. So genau wollte ich es auch nicht wissen. General, darf ich einen Vorschlag machen? Ja, bitte, Mr. McLeod. Das Haus birgt ein Geheimnis. Es ist ein Ort magischer Strahlung. Allerdings, das wissen wir auch. Aber wie und was? General, das herauszufinden, war ich mit Oberst Judith dort. Das sagte sie mir. Und dort müssen wir wieder ansetzen. Wer ist wir? Wir, Sergeant Mosche und ich. Sie sind Engländer? Schotte, bitte. Von mir aus auch Schotte. Diese Unterscheidung ist für mich sehr wichtig. Von mir aus. Also, was wollen Sie unternehmen? Ja, wie ich schon sagte, zurück ins Haus. Jetzt gleich? Das hat keinen Sinn, General. Frühestens heute Nacht. Um 12 Uhr Geisterstunde. Richtig, General. Aber vorher möchte ich noch mit Oberst Judiths Großvater sprechen. Gut. Ich gebe Ihnen 24 Stunden Zeit. Ja, mehr Zeit habe ich auch nicht. Denn in Schottland auf dem Schloss meines Freundes ist der Teufel los. Was hat das mit der Sache hier zu tun? General, es besteht ein Zusammenhang mit dem Buch der magischen Zeichen. Das vernichtet wurde? So ist es. Ein großer Verlust. Es gibt aber noch 2 Kopien. Wo? Hier in Jerusalem? Das weiß niemand, aber im Moment interessiert mich nur Judiths Verschwinden. So weit sind wir schon. Judith. Ja, Judith. Sie ist eine unserer besten Mitarbeiterinnen. Das ist mir nicht verborgen geblieben, General. Deshalb musste ich Sie verpflichten, nicht vor dem 30. Lebensjahr zu heiraten. Na ja, oder den Dienst aufzugeben. Ja, das geht ja noch. Besser als vor dem 60. Aber man muss ja nicht heiraten. Ich weiß schon, was Sie denken. Ist ja nicht verboten zu denken. Das ist ihr auch verboten, das zu denken. Das sind aber strenge Bräuche hier. Wir legen Wert auf Zucht und Ordnung. Und im Urlaub, General? Auch alles verboten? Sie war tief beeindruckt von Ihnen. Trotzdem gibt es keinen Urlaub. Nicht diesen. Erst muss ich Sie zurückbringen. Dann werden wir das Thema
nochmals anschneiden, General? Der General lächelte nur süffisant. Larry und Mosche verabredeten sich für den Abend am Haus, wo Judith verschwunden war. Mosche brachte Larry zur Wohnung von Judiths Großvater. Dort erwartete Larry eine böse Überraschung. Larry ging die Treppe hoch zur Wohnung und klingelte. Lange rührte sich nichts. Schließlich hörte Larry schlurfende Schritte. Eine alte Frau öffnete. Er hatte sie am Abend zuvor nicht gesehen. Was wollen Sie? Ich möchte zu Judiths Großvater. Judith ist nicht da. Ich weiß. Ich möchte zu Ihrem Großvater. Der ist abgeholt worden. Wann? Vorhin. Von wem? Keine Ahnung. Hat er oder haben Sie nichts gesagt? Nein. Er hat nur gesagt, leb wohl, meine liebe Frau. Ich komme nicht wieder. Wie sahen die Leute aus? Das waren 4 Männer. Ganz in schwarz gekleidet. Haben Sie was gesagt? Haben Sie gesprochen? Nichts. Sie sind einfach rein und haben ihn mitgenommen. Ist Ihnen sonst noch etwas aufgefallen? Ja. Sie hatten so starre Augen, als wenn... Als wenn? Als wenn sie tot wären. Also doch. Der Earl. Kaum waren sie weg, kamen noch 2 Männer vom Geheimdienst. Vom Geheimdienst? Was wollten die denn? Auch den Großvater holen. Ja, und dann? Sie wollten nicht glauben, dass er schon geholt worden war. Sie haben das Zimmer durchsucht. Und? Dann sind sie wütend gegangen. Weil sie nicht gefunden haben, was sie suchten. Sie haben alle Bücher mitgenommen. Ja, da werden Sie keine Freude dran haben. Larry verabschiedete sich. Die Situation spitzte sich zu. Der Earl führte Judy durch die magische Tür in sein Reich. Auf einmal war alles anders. Judith war in einer anderen Welt. Einer Welt des Todes, des Grauens, der Qualen. Wo sind wir? Dies ist mein Friedhof. Ich sehe keine Kreuze. Kreuze sind die Symbole des Christentums. Meines Erzfeindes. Ist so riesig. Er ist ja auch uralt. Hier unter den weißen Grabsteinen sind alle meine Feinde begraben. Unter den schwarzen meine Vampire, die im Kampf gegen sie ermordet wurden. Das sind ja Tausende. Ja, aber einer fehlt noch. Larry MacLeod. Aber auch er wird bald hier sein. Mit deiner Hilfe. Warum soll ich es tun? Warum tötest du ihn nicht selbst? Ich kann es nicht. In ihm ist das Charisma des Guten. Dagegen bin ich machtlos. Ich bin zu schwach, um mit ihm zu kämpfen. Das brauchst du nicht. Wir übertölpeln ihn. Kein offener Kampf? Nein. Folge mir. Ich zeig es dir. Gehen wir hin. Hier in dieser Totenhalle steht meine große Errungenschaft. Der blutige Sarkophag. Ich sehe kein Blut an ihm. Wer immer in diesem Sarkophag zu liegen kommt, stirbt unter großen Qualen.
Das möchtest du wissen. Nun, wie ist es? Du musst Larry hierher locken. Er wird mir nicht folgen. Er hat Verdacht geschöpft. Er liebt dich. Er wird dir überall hin folgen. Dein Anblick lässt ihn alle Vorsicht vergessen. Setz dich mit ihm auf den Rand des Sarkophags. Und dann stoß ihn hinein. Aber er kann doch wieder heraussteigen. Es ist noch keiner herausgekommen. Ich werde zur Stelle sein und es verhindern. Und das Gleiche soll ich mit meinem Großvater tun. Das dürfte kein Problem sein. Er ist alt und schwach. Was geschieht dann mit mir? Dann bist du endgültig in unserer Mitte aufgenommen. Und ich werde dich zu meiner Braut machen. Diese Ehre willst du mir erweisen, mein Fürst? Nur wenn du deine Pflicht getan hast. Du wirst keinen Grund zum Klagen haben. Es ist Zeit. Die Mitternacht rückt heran. Lass uns zum magischen Tor der Gruft zurückkehren. Larry und Moshe hatten in der Gruft einige Fackeln angezündet, die etwas Licht und viel Qualm verbreiteten. Dann hatten sie sich auf die steinernen Treppenstufen gesetzt, um der Dinge zu harren. Mitternacht. Wann? Beim ersten Schlag oder beim letzten? Moshe. Moshe. Da drüben die Wand. Sie beginnt zu leuchten. Das ist eine Tür. Die haben wir vorhin gar nicht gesehen. Das ist das Tor zur anderen Welt, Moshe. Der Welt des Earl of Mordkill. Oberst Judith. Judith. Larry. Larry. Liebster, komm zu mir. Hilf mir. Rette mich. Ich komme, Judith. Vorsicht, Larry. Das könnte eine Falle sein. Das ist eine Falle, Moshe. Lass uns reintreten. Komm zu mir, Larry. Was soll ich tun, Judith? Du musst mich herausholen und über die Schwelle der magischen Tür tragen. Ich habe nicht die Kraft, sie zu überqueren. Ich komme. Judith, warum gehst du immer weiter weg? Irgendeine Kraft zieht mich zurück. Gib mir deine Hand, Judith. Schnell! Oh, Larry! Endlich bist du da. Ich hatte solche Sehnsucht nach dir. Ich auch. Aber Judith, lass uns hier weggehen. Es gibt schönere Plätze. Mordkill hat meinen Großvater in seiner Gewalt. Du musst ihn befreien. Weißt du, wo er ist? Ich glaube, dort in dem Tempel hinter dem blutigen Sarkophag. Aber wenn ich dich nicht mit... Wenn du mich nicht... Was? Wenn ich dich nicht mitbringe. Was ist dann? Ich muss dich töten. Ich kann nicht anders. Das Böse in mir will es. Es ist so übermächtig. Judith. Ich liebe dich doch. Ich dich auch. Aber ich muss es tun. Wann? Jetzt! Im Tempel dort wartet der Earl hinter dem Sarkophag auf dich. Habe ich keine Chance zu entkommen? Sieh dich um. Nichts, wo du dich verstecken kannst. Du hast recht. Ein endloser Friedhof ohne jedes Gewächs. Dann lass es uns zu Ende bringen. Als zum Tode Verurteilter habe ich einen letzten Wunsch frei. Das mag bei den Menschen so sein, aber nicht im Reich der Dämonen. Du hast keine Waffe, Judith. Wie soll es geschehen? Im Tempel steht der blutige Sarkophag. In den soll ich dich hineinstoßen. Also, dann lass uns gehen. Du kämpfst nicht um dein Leben? Nein. Ich kämpfe nicht gegen dich. Und gegen den Earl? Das ist sinnlos. Hier sind wir.
Mordkerl? Bring ihn her! Lass meinen Großvater gehen! Erst wenn du deine Pflicht erfüllt hast! Nur wenn du den Großvater freigegeben hast! Du wagst es mir, Vorschriften zu machen! Dafür töte ich deinen Großvater! Nein, tu es nicht! Weg, Larry! Bleib weg! Er will dich töten! Aber da hatte der Earl schon den gefesselten Alten gepackt und ihn in den Sarkophag geworfen. Seine qualvollen Schmerzensschreie gellten durch den hohen Tempel und wollten nicht enden. Judith stand wie versteinert. Jetzt überschlugen sich die Ereignisse. Larry sprang vor, riss den stöhnenden Alten aus dem blutigen Sarkophag, ließ ihn zu Boden gleiten. Plötzlich hatte Judith ein Schwert in der Hand und schrie: Wirf ihn sofort wieder hinein, oder ich töte dich! Weg mit dem Schwert! Du Verräter! Du stirbst trotzdem! Mit einem gewaltigen Satz wollte sie sich auf Larry stürzen. Ihre Augen glühten. Aber Larry war schneller. Er sprang über den Sarkophag und packte Mordkill. Bevor dieser reagieren konnte, hatte er ihn hochgehoben und ließ ihn in den blutigen Sarkophag fallen. Das Blut im Sarkophag spritzte hoch heraus. Oh, ich komme wieder. Das wirst du büßen. Judith war wie verwandelt. Wie Schuppen fiel das Böse von ihr ab. Judith! Larry! Larry! Was wollte ich tun? Judith, zum Überlegen ist jetzt keine Zeit. Wir müssen raus hier. Die Gräber öffnen sich. Mordkills Vampire erwachen zu neuem Leben. Sie steigen aus den Gräbern heraus. Großvater! Großvater! Wie geht es dir? Judith! Judith, mein Liebling! Judith, wir müssen ihn tragen. Er ist zu schwach. Die Vampire kommen! Komm, pass an, schnell! Das Tor beginnt sich zu schließen. Wir schaffen es nicht. Es sind nur noch ein paar Schritte. Schnell. Es ist nur noch ein schmaler Spalt. Oh, Larry. Wir sind gefangen. Judith. Weinend fiel Judith Larry um den Hals. Das Böse, das Mordkill in sie gepflanzt hatte, war mit seiner Vernichtung verschwunden. Larry drehte sich um. Den heranstürmenden Vampiren hielt er sein geweihtes Silberkreuz entgegen. Ihr Lauf verlangsamte sich. Plötzlich schoben sich von beiden Seiten die Gegner der Vampire zwischen Larry und die Blutsauger. Judith, das Silberkreuz hat die Vampire aufgehalten. Sieh dir das an, Larry. Mordkill erhebt sich als riesige Gestalt aus dem Sarkophag. Er deutet auf uns. Vernichte sie. Er hat keine Kraft mehr. Er kann kaum noch sprechen. Seine Kraft ist für lange Zeit erloschen. Wer bist du? Ich bin Majestata, der Fürst der guten Geister, die von Mordkill überlistet und gebannt wurden. Kannst du uns helfen? Ihr habt uns befreit und so werde ich euch auch befreien. Ich brauche das Tor nur mit meiner Hand zu berühren. Ihr könnt gehen. Ihr seid frei. Majestata, was ist mit den Vampiren? Ohne Mordkill sind sie schwach. Und wir werden sie überwinden. Wir danken dir.
Lebe wohl! Ich werde euch wiedersehen, Larry MacLeod. Uns? Ja, in dieser oder in einer anderen Gestalt. Und jetzt geht's. Die Vampire halten nicht mehr lange still.